Ja, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend. Ich möchte euch wieder zu meinem neuen Podcast willkommen heißen. Eigentlich hätte das ein Thema sein müssen, das als allererstes, okay, es ist ja auch eines meiner ersten Themen, ich bin ja noch nicht so lange hier, aber es hätte eigentlich mein erstes Thema sein sollen, weil sich eigentlich auf dieses Fundament vieles in meinem Leben überhaupt erst gebildet hat und dies eigentlich auch das Werkzeug der Bemächtigung sein kann, wonach man sein ganzes Leben lang gesucht hat. So, ich habe jetzt mich entschieden, über das Thema Meditation zu sprechen. Das ist ein Thema, das mir natürlich sehr am Herzen liegt, da Meditation, um es mal in einem nicht übertriebenen Maße zu definieren, mir mein Leben öfters gerettet hat. Ja, also ich wüsste nicht, wo ich heute wäre ohne Meditation, einfach aufgrund dessen, weil ich eigentlich von meiner Erziehung, von meiner Programmierung, von meiner Genetik her eigentlich ein sehr energetischer Mensch bin und aufgrund meiner Erziehung auch nicht sehr ausgeglichen darin, da teilweise einfach immer sehr schnell over the top bin, immer schnell über die Zielgerade dann drüber falle, und da hat mir Meditation einfach in meinem ganzen Leben schon sehr, 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 sehr geholfen, da mich immer wieder zurückzuerinnern, mich immer wieder zu zentrieren und dadurch eine Transformation zu realisieren, die mein ganzes Leben natürlich komplett verändert hat. Also ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne Meditation, definitiv. Deswegen ist es ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich meditiere jetzt schon seit, wie lange ist das jetzt schon her? Also 17 Jahre, 17 verdammte Jahre. Und yo, ich denke also, dass ich auf jeden Fall dort genug Erfahrung habe, um da vielleicht sogar ein bisschen euch was zu erzählen dazu, wo ihr vielleicht sogar das eine oder andere noch herausziehen könnt. Und ja, ich fange einfach mal an und sage euch, was Meditation nicht ist. Ja, also was natürlich, ich sag's wieder, es ist alles meine Wahrnehmung, es ist alles aus meinen Erfahrungen, ja, zieht euch daraus, was ihr für euch selber gebrauchen könnt, aber natürlich ist es nur meine subjektive Perspektive, ne? So, also von daher, was Meditation nicht ist, ne? Für mich ist Meditation schon mal keine persönlichkeitserweiternde Nuance. Es ist jetzt nicht wieder eine Nuance, die man sich an seinen, mit der man sich kleiden kann, mit der man seine Person kleiden kann und dann zu sagen, ja, ich bin der meditative Typ, ja, ich bin der Esoteriker, ich bin der und der. Und es wirkt natürlich so, wenn ich immer davon spreche, aber ich sehe da jetzt nicht, dass ich dadurch irgendwie besonders bin oder irgendwie sondern es ist für mich wirklich was ganz Praktisches, was auch sehr lebendig ist, was für mich einfach einen Mehrwert schafft aufgrund dessen der Kraft dieser Techniken, wenn man es überhaupt Technik nennen kann. So, was Meditation auch nicht ist, ist natürlich keine Methode, um noch tiefer in seinen eigenen Traumzustand hineinzukommen, was aber sehr oft so genutzt wird, ne? Also du könntest ja jetzt meditieren und du könntest jetzt einfach auch in deinen Vorstellungen dann irgendwo in Anführungsstrichen Astralreise machen. In der Weise träumst du bloß die ganze Zeit, stellst die Dinge bloß die ganze Zeit vor, gehst irgendwie dein schamanisches Krafttier füttern, irgendwie mit Bergkristallen aus, keine Ahnung, Avalon oder so, ja. Also, oder du könntest auch genauso, ja, die ganze Zeit, wenn du meditierst, bloß dich mit irgendwelchen Konzepten wie Chakren oder wie andere Sachen noch beschäftigen, was jetzt nicht schlimm ist, wenn man das halt so an sich macht, aber in der Meditation, finde ich, geht es einfach um etwas anderes, ne? Und wenn natürlich es dort die Möglichkeit gibt, in der Meditation mit seinem Geist woanders hinzugehen, in seine Fantasie sozusagen
tiefer hineinzutauchen, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man Meditation als Fluchtweg nutzt. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt seelisch erkrankt ist und mit der Welt nicht zurechtkommt, dann ist gerade dann, kann man dann natürlich Meditation benutzen, um ja, vor der Realität zu flüchten. Und dann, das ist das komplette Gegenteil eigentlich, für was eine Meditation da ist, dass man an sich selber arbeitet, dass man seine Herausforderungen des Lebens meistert und die Verantwortung übernimmt, dann das ganze Gegenteil davon, nämlich, dass man davor wegrennt, dass man dann sich immer in positive, emotionale Zustände flüchtet und da irgendwo in einer anderen Welt dann spazieren geht. Das ist für mich auch nicht, was Meditation ist. Und natürlich, das schließt jetzt gerade so ein bisschen damit an, und Meditation ist keine Technik, wo man dann die ganze Zeit grinsend durch die Gegend läuft oder sich irgendwie eine Methode damit darin sieht, um sich besser zu fühlen. Das ist für mich auch nicht, was Meditation ist. Meditation sollte eigentlich einfach nur die Hingabe zu dem eigenen wahren Selbst sein, beziehungsweise zu dem Leben an sich sein. Und das ist nun mal so, wie das Leben halt ist. Es ist halt unberechenbar. Manchmal ist es erhellend, manchmal verdunkelnd, manchmal ist es aufbauend und manchmal ist es halt zerstörend. Und es ist wichtig, dass diese ganzen Elemente da sein dürfen, dass es einfach so aus sich selbst aus geschehen darf. Umso weniger Vorstellungen und Konzepte man über Meditation stülpt, umso direkter und schneller kommt man dann auch zu dem wahren Kern des eigenen Selbstes. Ja. Das war bei mir auch früher. Ich habe ja, wo ich angefangen habe, war ich voll mit esoterischen Konzepten wie Indigo-Kinder und was es alles halt so gibt in der esoterischen Szene. Und das hatte natürlich seinen Wert gehabt. Und das waren halt die Anfänge. Und es war auch gut, um mich einfach aus diesen, was von der Gesellschaft halt kommt, zu lösen. Also um da einfach ja, sich so mit etwas anderem zu beschäftigen, was so ein bisschen abgespaceder ist, dafür war das ganz gut. Aber es war halt auf jeden Fall nicht das Ende der Fahnenstange und das waren halt dann trotzdem nur Konzepte. Ne? Es waren trotzdem nur fiktive Glaubenssätze, an denen dort festgehalten wurde. Und das ist halt einfach ja nicht wirklich wertig. Ja? Also es ist nicht wirklich wertvoll, um zu dem vorzudringen, was einen dann letzten Endes transformiert. Auch wenn es sich sehr gut anfühlen kann. Ja, das kann auch wie eine Droge sein. Der Verstand, der ist so extrem viel möglich. Der kann wirklich durch seine Hormoncocktails, die er da zusammenbrauen kann, ja, kann er dich dann Zustände bringen, wo du denkst, ja krass, ja, jetzt komme ich endlich voran, aber merkst eigentlich gar nicht, dass du dich dann die ganze Zeit trotzdem bloß in deinen eigenen Verstand zirkulierst und da gar nicht wirklich zu dem vordringst, was dich dann reifen lässt und wachsen lässt. Wenn man eben Meditation zu einem Konzept macht, dann ist es so wie mit allen anderen Konzepten, es wird deine falschen Annahmen einfach nur stärken, auch wenn die anfängliche Freude, von der ich gerade halt gesprochen habe, aufkommt. Oder besser gesagt, ja eben gerade dann, wenn diese Freude aufkommt, weil wenn die Meditation dich in einen besseren emotionalen Zustand halt bringen kann, wird sie dadurch halt oftmals als Fluchtmittel genutzt. Stellst dir einfach so vor, ne? Dass durch vielleicht eine innere Sehnsucht nach Wahrheit, durch vielleicht sogar, dass du ab und zu Stille, Momente der Stille erleben konntest, klopfen dann irgendwann mal Anteile aus deinem Unterbewusstsein bei dir an, ja, verdrängte Anteile, und die erste Reaktion, die halt immer kommen wird von der Person, oh, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich negativ an, wie komme ich davon weg, ja, wie kann ich davon wegkommen, so. Und das ist auch ganz normal, das ist ja auch eben die Funktionsweise des Egos, ja, also der Person, der Verstand und die Person, die ist ja dafür da, Probleme zu lösen. Und wenn man sich darüber identifiziert, dann versucht die Person ständig, das eigene Selbst zu lösen, auch wenn es überhaupt nicht der Zuständigkeitsbereich davon ist, ja. Und es ist ungefähr so, als würde dein königlicher Bediensteter, nachts, wenn du schläfst, auf den Thron steigen, ja, und würde dann anfangen, das Königreich zu regieren, obwohl das deine Aufgabe ist, die Aufgabe deines wahren Selbstes, ja. Um es mal irgendwie in einem komischen Konzept zu bringen, auch keine Ahnung, was es überhaupt sein soll, ja. Sobald Worte kommen, ist es schon immer entfremdet, ne. Es ist immer so, hatte ich euch schon mal in einem anderen Video, anderen Podcast schon mal erwähnt, dieses sehr schöne Zitat, sehr schöne Zen-Buddhismus-Zitat, dass der Finger, der auf den Mond zeigt, niemals der Mond sein kann.
Das geht einfach nicht. Und so ist es mit allen Worten. Egal, um was du, um welches Konzept du benutzt, ob das nun das Konzept vom Samadhi-Zuständen ist, von Yoga ist, von das sind alles theoretische Konzepte. Die Begegnung mit der Wahrheit, die Begegnung in der Stille, mit der Realität, ist doch mal was ganz anderes. Und wir können es natürlich beschreiben, wir müssen es auch beschreiben, aber irgendwo ist da halt schon in dem Wesen der Worte eigentlich schon immer eine Lüge. Ja, also die Worte können immer nur lügen. Das ist einfach nicht, also vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, etwas zu beschreiben, was gegenwärtig stattfindet, dann sind die Worte immer nur wie ein Abziehbild. Ja, du versuchst mit einer zweidimensionalen Darstellung eine dreidimensionale Darstellung zu definieren, zum Beispiel. Ja, du versuchst, so ist es ungefähr, dass man versucht, mit einer zweidimensionalen Darstellung die dreidimensionale Darstellung aufzuzeigen. Klar geht es, man kann das irgendwie so darstellen, aber es ist halt dann trotzdem immer noch was komplett anderes. Ja, ob du ein dreidimensionales Bild gezeichnet hast auf einem Blatt Papier oder ob du wirklich in diesem dreidimensionalen Raum bist, das ist ja nochmal was komplett anderes. Und so ist es ungefähr mit Worte, so ist es ungefähr mit Konzepten, dass diese ganzen Dinge beschreiben etwas, wofür sie überhaupt gar nicht die dimensionale Reichweite haben. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, da wirklich drin zu sein. So, wenn nun diese Anteile an deine Tür klopfen und man diesen Antrieb hat, also man selber hat ja nicht diesen Antrieb, man selbst hat ja vielleicht sogar die Sehnsucht, dich zu befreien, ja, dass da irgendwie so eine subtile Sehnsucht mitschwingt, ein subtiler Wunsch, endlich frei zu sein und der aus dem Leid und dem Schmerz vielleicht oder oder vielleicht sogar muss ja nicht immer, nicht jeder muss ja so ein krasses Leben gehabt haben, dass er voller Schmerz ist, aber sogar vielleicht so eine Neugier, ja, die von irgendwo einer subtileren Ebene kommt und aber das. Die Person wird an dem Moment, wo diese Anteile anklopfen, sofort natürlich sagen, nein, das fühlt sich nicht gut an, da will ich weg von. Das ist auch klar, dass es sich nicht gut für sie anfühlt, für die Person, weil da meistens anklopft, auch meistens den Bediensteten von Thron vertreibt und die Person will auf dem Thron bleiben. Ne? Das ist jetzt natürlich auch nur eine Metapher, man muss es halt so sehen, dass der Selbsterhaltungstrieb in uns, der wurde halt über die Person verknüpft. Und natürlich möchte die Person überleben und alles, was diese Person bedroht und zerstören kann, ist natürlich immer eine Gefahr und fühlt sich negativ an für die Person. Und natürlich ist dann die erste Reaktion, dass sie davon weg will. Und wenn wir jetzt darauf vertrauen, was die Person sagt und dort mitgehen und uns davon manipulieren lassen, hypnotisieren lassen, das ist ja nur Selbsthypnose, dann ist es natürlich so, dass wir wissen, dass die Meditation Zustände vermitteln kann, die weniger emotional belastend sind. Ja? Dann wird die Meditation eben zu einem Fluchtmittel, weil man weiß, das ist auch möglich, ja, du kannst dich da mit der Konzentration, wenn du dich dann in Meditation begibst, dann diese negativen Gefühle wegmeditieren sozusagen, ne? Und dann verfälscht das eben auch die Meditation, wie sie eigentlich ist. Dann geht es, anstatt es um Hingabe, Öffnung und Befreiung geht, geht es dann eben um Verdrängung, zielgerichtete Konzentration und Flucht. Meditation geht nicht darum, dich in einen besseren Zustand zu bringen, aber letzten Endes trotzdem wird man diese Fehler vielleicht machen, aber es ist schon mal gut davon gehört zu haben, wenn man dann bereit ist, wirklich zu lernen, wenn man dann bereit ist, wirklich den Weg der Selbstfindung zu gehen, dann hat man diese Informationen, auf die man dann zurückgreifen kann und wo man dann viel, viel schneller dann an die Lösung kommen kann. Ne? Deswegen ist das hier nicht alles komplett sinnlos. Aber natürlich ist das nie der Garant, nur weil man mal sowas gehört hat, dass man dann nicht in so eine Fallen hineinfällt. Jetzt wollte ich nur mal kurz am Anfang nochmal gesagt haben, dass Meditation das Werkzeug zur seelischen Befreiung auch zu deinem Kerkermeister werden kann. Ja? Indem halt die Intention bzw. der Beweggrund von einer falschen Annahme beeinflusst ist. Und es gibt halt viele falsche Annahmen. Neben der Annahme, dass Meditation ein Medikament für negative emotionale Zustände ist, gibt es auch genauso die Annahme, dass man irgendwann so viel meditiert hat, dass man an irgendein Ziel gekommen ist, wo dann sich alles verändert hat, man muss dann nichts mehr machen, man ist dann immer erleuchtet, dann ist immer nur noch Glückseligkeit, Ekstase und Frieden. Das ist auch eine falsche Annahme. Und diese falsche Annahme, die beeinflusst
nicht nur irgendwie eine Vorstellung, sondern die beeinflusst auch die ganze Suche nach sich selbst, weil man dann immer anfängt, sobald man zum Beispiel eine Erkenntnis hatte, sagen, oder eine sehr tiefe Erfahrung hatte, die einen wirklich sehr tief berührt hat, dann zu sagen, oh jetzt habe ich es geschafft. Also jetzt habe ich es wirklich geschafft. Diesmal weiß ich es ganz genau. Und dann baut sich nämlich gleich, da kommt nämlich die Person gleich in die Hintertür wieder rein, ne, und sagt so, ja, auch wenn die Erfahrung wirklich rein war an sich, dass man wirklich in der Stille gewesen ist, man wirklich im Raum des Bewusstseins verweilt ist und man da wirklich transformierende energetische Prozesse durchgegangen ist, gerade dann versucht dann gleich von hinten die Person, ne, in die Tür reinzukommen und zu sagen, yo, jetzt haben wir es geschafft, wir haben das Ziel erreicht. Ja, da macht man wieder gleich eine persönliche Geschichte draus und dann beißt die Schlange sich selbst in den Schwanz und man verfehlt eigentlich den Punkt der Erkenntnis. Weil der Punkt der Erkenntnis, der warum überhaupt erst so ein Zustand gekommen ist, ist ja, weil man das Ego losgelassen hat. Weil man sich ja getraut hat, wirklich sich hinzugeben, in den Moment hinzugeben und das alles loszulassen, wo man normalerweise ja drauf hört. Und in dem Moment, wo man aber diese Erfahrung gemacht hat, kommt dann das, worauf man immer drauf hört und versucht es dann umzudrehen und für sich zu beanspruchen. Und dann hat man schon wieder direkt auf gut Deutsch den Schwanz vom Ego im Arsch. Und das will man natürlich nicht so, ne? Und dann ist man schon wieder von dem Werkzeug, beziehungsweise dem eigenen Bediensteten, hat man sich vom eigenen Bediensteten schon wieder sagen lassen, wer man selbst ist. Also von daher fangen wir an jetzt erstmal, dass ich euch erkläre, oder vielleicht den einen oder anderen da mal ein paar Tipps geben kann, wie er noch tiefer in seine eigenen Meditation, in seinen eigenen Seinszustand fallen kann. Also, fangen wir erstmal für diejenigen an, die noch nie was von Meditation gehört haben oder beziehungsweise die es noch nie wirklich selbst gemacht haben, da noch nie Erfahrung damit gesammelt haben und die aber jetzt anfangen wollen. Am besten fängt man einfach mal damit an, sich hinzusetzen. Natürlich macht man es sich schön gemütlich. Ich, nach meinen ganzen Jahren Meditation, bin auch der Meinung, man muss nicht in einem Lotussitz da sitzen, man muss nicht steif da sitzen wie eine Kerze gerade hoch in einem leeren Raum. Man kann sich es auch mit Kissen und so weiter gemütlich machen. Für mich persönlich, ich hatte die krassesten Erfahrungen dann eigentlich erst, als ich aufgehört habe, aus der Meditation Sport zu machen. Ich hatte nämlich auch mal eine Zeit gehabt, da habe ich aus Meditation Sport gemacht. Da habe ich mich im Lotussitz, saß ich dann da und gerade wie eine Eins so und der Rücken extrem trainiert. Aber für mich, ich habe einfach herausgefunden, dass es nicht nötig ist und dass man dort eben auch wieder ja so einen Wettbewerb daraus macht und das führt dann letzten Endes auch wieder zu gewissen Sackgassen, so wo man eigentlich gar nicht sein will. Also, setzt euch ruhig gemütlich hin, macht euch da nicht verrückt mit irgendwelchen komischen Stellungen, wo man sich da verrenkt. Ich meine, okay, wenn man darauf Bock hat, ne Yoga und so weiter, kann man auch machen. Aber mir geht es hier wirklich um das einfachste und simpelste, die direkteste und einfachste Methode, um zu sich selber vordringen zu können. Ja? Und ja, für was verrenken, frage ich mich, wenn es auch einfach so geht, so ohne dass man irgendetwas tut. Das ist doch viel direkter, viel schneller, viel einfacher. Aber gut, vielleicht ist es für den... Oh, es hat's geklingelt, wartet mal. Tja, hat mir jetzt die Post was gebracht. Entschuldigung für die Unterbrechung. Jo. So. Wo waren wir stehen geblieben? Meditation für Anfänger, genau. Ja, also, Jungs und Mädels, setzt euch einfach ganz in Ruhe hin, macht vielleicht eine Kerze an, obwohl das auch egal ist, aber macht ruhig eine Kerze an. Wenn es euch da irgendwie ein bisschen besser gefällt. Ich meine, es hat schon was Rituelles und ein Ritual. Da geht es ja gar nicht darum, dass das Feuer irgendwelche esoterischen Sachen veranstaltet. Da geht es ja wirklich darum, dass man die Einkehr schon im Vorfeld findet. Dass man sich schon im Vorfeld so ein bisschen zur Ruhe bringt, indem man sich halt gemütlich macht, indem man eine Kerze anzündet, indem man vielleicht Duftöle verteilt und so weiter. Um da einfach schon eine gewisse Einkehr im Vorfeld durchzuführen. So. Wenn ihr dann da sitzt und meditiert, dann schließt ihr natürlich die Augen. Ich würde auch empfehlen, ja, auf Musik und so weiter zu verzichten. Also ich habe einfach gemerkt, dass man dort eine gewisse Natürlichkeit hat, die, wenn man sich dann auf Musik oder so fokussiert, vielleicht im Flöten gehen kann. Und deswegen verzichtet so eher auf Musik, macht es ruhig und in Stillen.
mit den Geräuschen, die sowieso da sind, die sind auch ganz wichtig. Vor allem, wenn es zum Beispiel eine Bohrmaschine ist oder sowas, die sind extrem wichtig, aber da kommen wir später dazu. Und dann schließt ihr die Augen und genießt erstmal nur, dass ihr da sein dürft. Ja? Dass ihr euch mal entspannen könnt, dass ihr mal eine Ruhe habt, eine Ruhephase habt. Und als allererstes finde ich immer ganz gut, wenn man so dieses typische, dieses 0815, was man auch aus jedem Film kennt, dass ihr euch mal auf euren Atem fokussiert. Und einfach mal euren Atem beobachtet. Da gibt es so einige Punkte, die daran ganz wichtig sind und ganz gut sind. Also erstens, was ihr auf jeden Fall dadurch merken werdet, ist, dass ihr euch nicht lange auf ein was fokussieren könnt. Dass es relativ schnell geht, dass ihr irgendwie abdriftet in irgendwelche Dinge, die ihr gestern getan habt, die ihr morgen tun werdet oder die diese Sache jetzt, was ihr jetzt tut, für euch selber in Zukunft bringen könnte und wie euch dann die Menschen sehen werden und was ihr dann für ein toller Typ seid und so weiter und so fort. Ja, solche Dinge werden definitiv hochkommen. Und ihr werdet halt euch nicht mehr auf euren Atem fokussieren können. Und das ist schon mal ganz wichtig, um am Anfang überhaupt erstmal realisieren zu können, wie man selbst eigentlich ständig von seinem Verstand verarscht wird, beziehungsweise die ganze Zeit abgelenkt wird. Und man eigentlich will man sich gerade hinsetzen, wenn man mal ruhig sein, aber man kriegt das einfach nicht hin. Ständig ist ja der Kopf am Rattern. Ne? Also dafür ist es schon mal ganz gut. Zweitens, was auch sehr gut ist daran, ist, dass man am Atem kann man halt ganz gut erkennen, was man für Verspannungen hat und wie, ja, was da gerade emotional und auch energetisch in einen abgeht. Und da sieht man auch anhand des Atems, oh krass, wie sehr sich noch entspannen kann, was da noch für ein Volumen sein kann, wenn man da mal entspannt. Und dass man in den Atem mal richtig hineingeht, einfach mal ruhig atmet. Dann atmet man einfach, Digga, tief ein, tief aus, tief ein, tief aus, die ganze Zeit und bleibt dabei. Ja, und das macht man mal so eine halbe Stunde, okay, am Anfang vielleicht mal 10 Minuten, ne, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, eine halbe Stunde, aber das ist so für das erste Jahr vielleicht sogar, für die ersten halbes bis Jahr Meditation, wo man das eigentlich nicht so zeitlich eingrenzen kann, das muss ja auch einfach intuitiv und emotional am besten entschieden werden, aber so, um da einfach mal zu sagen, euch da mal einen Rahmen zu legen, wie ich das meine, dass man da einfach mal für sich selber kennenlernt, was überhaupt in einem drin passiert. Ne? Man wird wahrscheinlich sich noch nie einfach still hingesetzt haben, wenn man das zum ersten Mal macht. Und da einfach mal schon mal zu erkennen, zum einen, wie krass der Atem blockiert ist und wie man den lösen kann. Und zum zweiten, wie schnell man sich davon noch ablenken lässt. Dafür ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und zum dritten, wird man auch da schon einige spirituelle Transformationen erleben können, also das heißt energetische Prozesse erleben können, weil wenn man sich wirklich mal für eine halbe Stunde bis Stunde auf ein was fokussiert, konzentriert, dann wird man da einige energetische Prozesse durchleben, weil es ist faszinierend, weil wir stecken extrem viel Energie die ganze Zeit in unseren Kopf. Da geht extrem viel Energie drauf, das checken wir gar nicht, es geht alles unbewusst, wird extrem viel von unserer Lebenskraft weggesaugt, sozusagen wie so ein Staubsauger. Da ist eigentlich ganz wenig da übrig letzten Endes für die Gegenwart und für das Seinsgefühl, ja. Und wenn man dann mal sich wieder nur auf ein was, wie den Atem fokussiert, dann merkt man einmal, wow, da passiert dann einiges energetisch. Da kann man auch mal richtig schön durchgeschüttelt werden energetisch und dort kann man dann auch schon die ersten Erfahrungen sammeln nach einer gewissen Zeit, wo man sagt, okay, krass, einfach nur meditieren, da sitzen, das ist nicht nur einfach, dass es da ruhig ist, sondern da kann auch mal richtig innerlich was abgehen. Und da ist natürlich auch dann die Gefahr gegeben, dass dann Meditation zu einer Droge wird, beziehungsweise es wird auf jeden Fall, wenn sie gut funktioniert, zu einer Droge werden, weil ist ja auch irgendwo erstmal am Anfang der Sinn daran, dass man die Freude daran findet, dass man erkennt, boah, da ist ja viel mehr dahinter, als ich am Anfang gedacht habe. Und dann geht es dann halt natürlich auch, dass man halt das dann öfters machen will, verständlicherweise, und halt da immer wieder neue energetische Prozesse durchleben will. Und dann ist man da erstmal so ein bisschen getrieben, nur um dann zu erkennen, dass man daran wieder zerbricht und dass man da in eine Sackgasse immer wieder reinläuft. So. Aber das sind alles Prozesse, die sind ganz normal und da muss man halt einfach durch. So, jetzt überlege ich gerade,
Ja, das sind die drei Punkte, die ganz wichtig sind für die Anf also so für den Anfang. Und das kann man eigentlich auch immer wieder mal zwischendurch machen, um sich da in sein eigenes Selbst zu marinieren, zu kochen, ja, sozusagen, oder zu liebkosen. So ist schwierig, das dann auch irgendwie in Worte zu fassen. Definitiv. So, und das macht ihr ein ganzes Stück und werdet da schon eure ersten Erfahrungen machen. Irgendwann geht es dann weiter. Geht es dann, sagt man so, zum Profi-Modus, so wie man es nennen soll, dass nichts mehr direkt fokussiert werden soll. Auch nicht der Atem. Gar nichts. Überhaupt nichts. Dass man einfach in der Meditation anfängt, da zu sein. Und dass man anfängt, sich zu öffnen. Ja, und nicht mehr zu konzentrieren, 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 fokussieren, fokussieren, dass man das alles öffnet. Dass man einfach nur da ist. Einfach nur als Raum des Bewusstseins da sein darf. Und die Geräusche und alles, was passiert, können da drin rumfliegen. Und vor allem auch so Geräusche wie eine Bohrmaschine oder sonst was. Das sind auch nur Geräusche. Und wenn man da immer noch so Widerstände hat und denkt so, oh, dieses Geräusch, ach Mann, nee, das gibt's doch nicht, ich wollte doch hier meditieren, dann hör dir genau diese Stimme an und frag dich, bist du das? Und so geht's nämlich los, dass man wirklich mal anfängt, alles, was hochkommt, zu fragen, bist du das? Und die Tatsache, dass du es beobachten kannst, dass du es wahrnehmen kannst, ist schon mal ein Beweis dafür, dass du dies, was du beobachtest, nicht gänzlich sein kannst. Wenn du einen Baum beobachtest, wenn du ein Handy anschaust, wenn du dies und das und jenes anschaust, ja, dann denkst du auch nicht, dass du das bist. Ja, und das Gleiche ist auch mit den Gedanken. Die kannst du auch beobachten, die kannst du auch sehen. Aber da schließt man irgendwie immer automatisch darauf, ja, dann bin ich das ja, ne? Weil es halt ein bisschen subtiler ist, weil es einem ein bisschen näher ist. Aber es ist trotzdem, hat trotzdem eine Distanz zu einem. Ich meine, die Flasche, die ist halt noch weiter weg. Oder der Tisch oder das Handy ist halt noch weiter weg. Und die Gedanken sind näher und die Gefühle sind näher. Aber es ist trotzdem etwas, was du von einer anderen Instanz aus beobachtest. Okay? Ja, du denkst auch, das ist irgendwas von dir, von deiner Wahrnehmung getrennt ist, ne? Und dass man da mal anfängt, alles, was du sehen kannst, alles, was du beobachten kannst, kannst du nicht sein. Und dich dann natürlich in demselben Moment fragst, aber was bin ich denn dann? Und dass du versuchst, dich immer mehr in diesem Gefühl von Wahrnehmen hineinfallen zu lassen. Du bist nicht der Beobachtende, du bist das Beobachten. Du bist das Bewusstsein an sich. Und sich dort immer mehr hineinfallen zu lassen und alles, was hochkommt, und da kommt dann vieles hoch, dann kommt einiges hoch. Also, da können Ängste hochkommen, wirklich krasse Ängste. Ich sag's dir nur schon mal im Vorfeld, ne? Und es ist natürlich immer am besten, wenn du da direkt immer sofort durchgehst. Du kannst da wirklich richtig durchgeschüttelt werden. Es können Tränen fließen. Es kann sein, dass du schreist, dass da wirklich heftige Sachen hochkommen. Es kann aber auch genauso sein, dass der Verstand dich versucht, mit etwas Positivem zu locken. Ja, der versucht es dann richtig. Du merkst dann richtig, der versucht dann richtig anzukommen. Ja, der versucht dir erstmal ein bisschen Angst zu machen. Hier, guck mal, dein Atem, der geht gar nicht mehr, dein Herz. Oder manche sind sehr körperbewusst. Bei denen ist immer irgendwas mit dem Körper. Die spüren immer, zum Beispiel meiner Frau so, die hat immer was mit ihrem Körper. Die hat immer Angst, was mit ihrem Körper nicht funktioniert. Bei mir ist es immer eher so, dass ich Angst habe, irgendwie verrückt zu werden oder die Kontrolle zu verlieren. Weil eher so was Subtileres. Ja, und man denkt so, ja, da kommt mal so eine Angst hoch und das ist nicht so das Problem. Nee, er kommt genau mit der Angst an, die du die ganze Zeit verdrängst und die dich antreibt die ganze Zeit. Genau mit dieser Angst kommt er und der zeigt es dir richtig heftig so. So, und da halt natürlich das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, bleib bei dir, bleib geöffnet, umarme alles, was kommt, lass alles geschehen. Das ist natürlich eine Sache, die so, sobald man drüber redet, ist es schon verfremdet, weil du tust das nicht. Du gibst dich auf. Du gibst dich in diesen Prozess der Meditation komplett aus, in diesen Prozess des Beobachtens, weil du beobachtest schon. Und die Frage ist, wenn das alles, was du siehst, nicht bist, wo ist der Ort, woher du das aus beobachtest? Wo bist du? Und das geschieht komplett ohne Anstrengung.
Komplett ohne Mühe, komplett ohne Konzentration. Du musst nichts dafür tun, damit du die Dinge beobachtest. Sobald du schon denkst, irgendwas tun zu müssen, ist es schon viel zu viel dafür. Du bist das schon. Und egal was da kommt, bleib das. Lass es geschehen. Lass deinen Körper machen, was er machen will. Du bist das, was du bist, und du bleibst das, was du bist. Du warst es eh schon immer mal davon abgesehen, aber du bleibst es in dem Moment. Auch wenn die positiven Sachen kommen, damit kann er auch ankommen. Bei mir gab es auch schon ab und zu Situationen, da habe ich einen Ständer auf einmal bekommen und musste dann so an, kam auf einmal so Personen hoch, die ich schon mal meine sexuelle Begegnung hatte oder gerne eine sexuelle Begegnung haben möchte. Und das ist so ein bisschen wie Buddha, wo unter seinem Baum saß. Unter dem Bodhi-Baum saß. Da kam ja Mara, also Mara war der sozusagen der Teufel in Anführungsstrichen, also der, ja, eigentlich das Ego, ja, eigentlich der Gott der Egos. Und ja, Mara hat ihn da halt versucht, mit allen möglichen abzulenken. Sachen an, erstmal mit Dämonen und mit Krieg und Leute, die Pfeile auf ihn schießen und er hat die Pfeile in Lotusblätter verwandelt. Das soll also alle mit metaphorisch dafür gelten. Genauso auch dann die Frauen, die um ihn herum getanzt sind und versucht haben, ihn da irgendwie zu verlocken. Und da ist es halt ganz wichtig, weder das wegzuschieben, noch das irgendwie anziehen zu wollen, sondern einfach da zu bleiben. Du bist eh schon da. Du bist eh schon da. Du bist es eh schon so. Und von daher bleib einfach da. Und das geht dann immer weiter, immer weiter, immer weiter und versucht es immer mehr. Und wenn er dann merkt, und dann wird es wirklich ein bisschen creepy, das sage ich dir auch schon mal, eigentlich redet man über sowas nicht, aber ich mache einfach mal eine Ausnahme, weil das auch wieder falsche Vorstellungen weckt. Und dann sitzt du dann da und dann stellst du die Dinge einfach bloß so vor, wie ich sie gerade sage und wunderst dich, warum es dann nicht funktioniert, weil die Dinge, die geschehen dann wirklich von alleine. Da musst du nichts dazu tun. Du musst es dir nicht vorstellen oder sowas und davor ein Buch gelesen haben. Das passiert einfach so. Und das, weil das eine authentische, aus der Natur kommende Kraft ist, die dich da versucht zu beeinflussen und natürlich auf der anderen Seite von der Natur auskommende Kraft ist, die dich versucht zu befreien. Das ist dann wie so ein, das ist dann wie so ein bisschen wie so ein kleiner Krieg, wie so ein kleiner Kampf, ja. Auch wenn es bei dir darum geht, nicht zu kämpfen, nicht in den Kampf zu gehen, sondern einfach da zu sein. Und wenn er dann merkt, dass er mit nichts mehr ankommt, dann macht er dich, dann, also bei mir war es so, dann will er dich fertig machen, dann wird er richtig wütend, dann wird es ein bisschen sozusagen schizophren, ja, dass du auf einmal in dir selbst eine Stimme hörst, die dich da wirklich mit aller Kraft verhindern will, dass du weiter da bleibst, weil es könnte ja passieren, dass du tatsächlich wieder zu dem aufwachst, was du wirklich bist. Und ja, da wird's hart, da wird's dreckig, da wird's gemein. Und ja, da muss man aber letzten Endes trotzdem durchgehen. Das ist auch nur, wie es bei mir so ist. Vielleicht habe ich da auch eine sehr ambivalente Beziehung zu meinem Selbst aufgrund von kindlichen Erfahrungen, die bei mir nicht immer sehr schön waren. Und deswegen musste ich durch so eine Scheiße durch. Aber ich meine, bei den meisten ist es ja heutzutage so, dass nicht alles gut war. Und von daher müssen wir alle da durch. Bei den einen oder anderen kann es natürlich um andere Bilder gehen, um andere Begebenheiten, aber nur damit ihr wisst, dass es da auch schon mal ziemlich dreckig zugehen kann und dass es aber, ihr braucht wirklich keine Angst zu haben. Es ist alles vollkommen okay. So, das ist ein ganz normaler Prozess, das ist halt so, ne? Aufgrund dessen, dass wir uns jahrzehntelang oder wenn man sogar an der Akasha-Chronik, also anhand der Genetik nimmt, jahrtausende lang uns mit diesem egozentrierten Weltbild identifiziert haben und uns da wirklich langsam befreien wollen, um in ein heiliges Königreich endlich eindringen zu können und uns diese Welt wirklich zu einem Paradies machen zu können. Dafür lohnt es sich, auf jeden Fall da durchzugehen. Was ich aber auch sagen muss natürlich, wenn du wirklich krasse psychische Probleme hast, Meditation kann das Heilsamste sein, was dir jemals passiert ist. Ich habe damit sehr viele psychische Störungen von mir wirklich heilen können. Aber ich habe auch Menschen gesehen, die daran kaputt gegangen sind. Und deswegen vielleicht sollte man, wenn man sich wirklich sehr, 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 sehr schlecht fühlt und ein sehr depressiver Mensch ist, in einer sehr krassen Opferhaltung ist, die ganze Welt schlecht ist und so, vielleicht doch lieber erstmal zu einem Arzt gehen, zu den Therapeuten gehen und sich da aufbauen lassen, da wirklich erstmal irgendwie mit professioneller Hilfe versuchen, da mit seinem Person erstmals wenigstens so im Fundament oder in der äußeren Entfaltung so ein bisschen erst zurechtzukommen, bevor man dann wirklich in den Kern hineingeht und das dann loslässt alles. Also wirklich,
empfehlen, jeden kann ich es nicht empfehlen, ne? Man muss wirklich dafür bereit sein und dann ist es trotzdem immer auch teilweise gefährlich, ja, das muss man auch wirklich dazu sagen. Das fehlt mir auch bei den meisten spirituellen Lehrern oder Beratern oder auch Büchern, dass das immer so beschrieben wird, als wenn es das jeder braucht das und es ist total schön und total toll und das ist die krasseste Erfahrung, die du jemals machen kannst. Keine Droge kommt daran und Erleuchtung, Erleuchtung, Erwachen, Erwachen. Diese Worte, die sind eh, die finde ich eben extrem widerlich. So, aber es ist nicht für jeden was. Und es gibt Leute, die dran kaputt gehen können. Also deswegen, wenn es euch wirklich sehr, 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 sehr schlecht geht, dann sucht euch eher erstmal Hilfe, versucht mit euch selber richtig ins Reine zu kommen, bevor ihr das alles loslassen wollt. So. Und dann ganz wichtig, was bei Meditation, ob nun Anfänger oder Profi ist, Beständigkeit. Und natürlich Geduld. Etwas, was mir richtig schwer gefallen ist, geduldig zu sein, beständig zu sein. Jeden Tag am besten, muss nicht viel sein, aber wenigstens jeden Tag kurz, ja, oder dann mal richtig schön lang. Also ich bin ein Typ, es gibt einige Leute, die sagen, man soll lieber kurz machen, weil sonst wird es zu sehr zu dem Sport und da ist da der Antrieb, ist da viel zu krass und so. Aber ich muss sagen, dass trotzdem lange Meditationen für mich sehr, sehr wertvoll waren und ich die krassesten Erfahrungen, ja, bei lange Meditation halt hatte halt, ne? Und dass man sich schon versucht, auch irgendwo zu steigern. Und wenn es einen Spaß macht, wenn man darin wirklich die Erfüllung sieht, es kann ja auch genauso sein, dass Meditation nichts für dich ist. Das kann auch sein. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Und es gibt auch Sportler, Musiker, Künstler, Maler, die auch in den erwachenden Zustand gekommen sind, weil sie einfach dort mit sich selbst sich meditativ begegnet sind. Weil Meditation ist keine Technik an sich. Meditation heißt einfach nur, dass man da ist einfach. Das ist, was da ist. Und das ist immer eigentlich. Und als Kind, ein Kind ist immer Meditation sozusagen. Ja, das ist immer frei. Es lässt immer alles fließen. Es ist immer hier. Und bei mir geht es auch dann darum, dass ich sage, nach der Meditation ist nicht nach der Meditation. Am besten sollte es immer meditierend sein. Und bei mir ist es mittlerweile auch schon so, na, ich meditiere jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange, dass ich beim Autofahren, auf dem Klo, beim Kacken, in der Badewanne, überall halt, auch manchmal in Gesprächen, wenn es wirklich ein sehr, sehr mystischer Abend ist, so ein sehr romantischer, also vom Bewusstsein her so richtig romantischer Abend ist, dann sogar beim Reden. Das kann auch sein, dass manchmal man so bewusst ist, so in der Gegenwart ist, selbst beim Reden man meditiert, aber das ist schon sehr, sehr selten und dann ist es, verwandelt sich auch das Reden und das ist auch dann wirklich sehr krass, weil die Schwingungen dann von den Worten dann getragen werden von einem extrem krassen Feld an Bewusstsein und dann kann sich sogar auch so teilweise die Realität verändern. Also es klingt jetzt zwar ziemlich abgespaced und ein bisschen esoterisch, aber ich habe da schon oft Abende auch mit anderen Menschen zusammen verbracht, die nicht an sowas glauben. Die haben selber gesagt, also da passiert gerade hier irgendwas. So, das ist das kann auch sein. Und das ist ja auch der Sinn daran. Meditation soll ja keine Technik fürs Ego werden, wo er sich dann immer hinflüchten kann, was er dann so benutzt. So, ich benutze das, ich meditiere jetzt, ich lasse mich selber los. So, nee, das geht nicht. Das soll natürlich, Meditation soll nur das zeigen, was du nicht bist, damit du aufgrund der Erkenntnisse, die du dadurch hattest, das dann in deinen Alltag immer mehr integrieren kannst, immer mehr loslässt und immer mehr flowst mit dem Leben, immer mehr fließt, immer mehr eins bist mit dir selbst, mit deiner Umgebung und immer authentischer aus dir selbst raus handeln kannst, aus deinem eigenen Zentrum, aus deinem Herzen und nicht mehr aus deinem Kopf. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Meditation gehabt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich noch auf jeden Fall sagen will. Das ist halt in der Meditation, so, ich nenne das Ankerpunkte. Diese Ankerpunkte sind eben Erkenntnisse, die ich in der Meditation hatte und die mich dann in den Alltag dann sofort wieder zurück ins Bewusstsein von der Meditation bringen, beziehungsweise nicht von der Meditation, die hat ja kein eigenes Bewusstsein, das ist ja mein eigenes Bewusstsein. Die Meditation ist ja, dort habe ich ja Erkenntnisse, die nicht nur für die Meditation wichtig sind, sondern das sind ja allumfassende, mein Leben allumfassende, für mich sehr wichtige Erkenntnisse, die mich bewusster werden lassen, die mir zeigen, was ich nicht bin und dadurch mich mehr darin marinieren lassen, was ich bin. Diese Ankerpunkte helfen halt beim Realisieren, beim letzten Schritt. Es gibt ja drei Schritte.
erkennen, loslassen, realisieren, integrieren. Erstmal muss man es erkennen, dann will man meistens irgendwas damit machen, sollte man aber nicht tun, sollte man loslassen. Und wenn man das sogar geschafft hat, dann muss man es noch integrieren. Und da gab es mal eine Meditation, da wollte ich, habe ich mich sehr unruhig gefühlt beim Meditieren. Und ich wollte sagen, jetzt setz dich doch mal hier, jetzt setz dich doch mal richtig hier hin, jetzt sitz doch mal hier und mach das doch mal. Und, ne, und hatte da so diesen inneren Kampf, der halt ganz typisch ist. Und dann irgendwann hatte ich so diese Erkenntnis gehabt, ich sitz doch schon. Und das klingt jetzt zwar mega oberflächlich und nicht besonders, so, ja, ja und, ist doch klar, dass du schon sitzt, aber das ist ja nur mental, alles richtig in seinen Seinszustand zu spüren und in seinem Bewusstsein zu erkennen, hey fuck, ich sitze doch schon. Und das geht ganz tief. Das geht ja nicht nur, dass ich schon sitze. Das heißt, die ganze Anstrengung, man denkt ja ständig, wenn man immer denkt, man muss irgendwas lösen, man muss irgendein Problem lösen, man muss irgendwo hin. Also Quatsch, ich bin schon das. Ich bin hier schon da. Ich bin das schon, ich sitze hier schon, ich bin schon die Ruhe, ich bin schon die Stille. Und dann ist die Meditation halt richtig schön weit geworden, dann hat sich alles aufgelöst, das ist vom Kopf runter in den Bauch, dann unten durch rausgeflutscht und dann ist es halt, ja, bin ich in den Raum gekommen und war einfach der Raum. So, so schön wie es war halt, ne? Aber danach damit, wenn ich, sobald ich meine Augen öffne wieder, dann könnte ich sagen, gut, ja, war eine geile Meditation, jetzt, und dann kommt das Ego und sagt so, jetzt bin ich erwachter, jetzt bin ich bewusster oder jetzt bin ich erleuchtet, was auch immer, was er sich da einreden kann, ja? Und dann verliert man so den Wert der Meditation, wenn man dann so denkt. Weil man sieht nicht mehr, was einem die Meditation eigentlich gezeigt hatte. Nämlich, die hat mir gezeigt, dass ich schon da bin. Dass alles okay ist. Dass ich keine Angst zu haben brauche. Oder irgendwie was planen, strukturieren muss oder sonst was. Und das dann in seinen Alltag zu integrieren. Vor allen Dingen in der Begegnung mit anderen Menschen. Wenn dann irgendjemand was sagt, wo du vielleicht erstmal reagieren willst. Wo du dann Angst hast, ja, dann sich zu erinnern, ey, Moment mal, ich bin ja nämlich schon da, ich muss jetzt hier darauf gar nicht reagieren, ich bin schon in meinem eigenen Space, ich bin hier schon voll im Flow, bin genau das, was ich schon immer sein wollte, nämlich das wahre Selbst von mir selbst. Wie soll es anders sein? Das kann ja auch gar nicht anders sein. Aber man lässt sich dann auf dieses Spiel ein, wenn dann jemand kommt und dich triggert, du lässt dich dann auf dieses Spiel ein, dass man denkt, jetzt muss ich zeigen, wer ich bin, ich muss erst jemand werden und muss denjenigen erst zeigen, wer ich bin und dann erst bin ich das, was ich bin. Nein, das ist alles gar nicht nötig. Ich kann gar nicht sterben. Vor allen Dingen, man denkt ja dann auch in dieser Unterhaltung, in dieser Diskussion, in diesem Streit, dass das dir jemand wegnehmen kann. Dass da irgendwie die Möglichkeit bestünde, dass wenn du nicht recht hast, wenn du in deiner Meinung nicht durchgehst oder so, dass du dann, dein Wesen dann verschwindet oder sonst was. Das ist Quatsch. Du bist schon da, du bist da, du bleibst da und fertig. So. Und dann aus dieser Haltung heraus zu handeln, ist dann eine viel bewusstere Handlung. Und dann gibt es ganz viele Erkenntnisse in Meditationen, die man dann immer mehr in seinen Alltag integrieren kann. Ja, bis das ganze Leben, bis in die letzte Phase komplett transformiert wurde. Und darum geht es ja dann letzten Endes auch. Und diese Ankerpunkte sind halt ganz wichtig. Ja, genau. Auch ganz wichtig, schreibt euch die Ankerpunkte auf. Schreibt euch die Erkenntnisse aus euren Meditationen auf. Nicht nur, damit ihr da immer nachgucken könnt, das mache ich sogar relativ selten. Es geht nur darum, dass ihr aufschreibt. Dass ihr was aufschreibt, weil das Schreiben hat auch einen sehr krassen Wert für euer Gehirn und auch um die Persona auch langsam umzuprogrammieren, weil die Person ist ja nur so, weil wir es ihr so beigebracht haben, so zu sein, aufgrund von Mechanismen, Abwehrmechanismen, Verdrängung und so weiter. Aber man kann die dann auch langsam dann aus seinem Bewusstsein heraus immer mehr umprogrammieren, so dass sie dann einen nicht mehr sabotiert, sondern einen dabei hilft, immer mehr, ja, sich selbst letzten Endes zu zerstören, dass man sie schneller loslassen kann, schneller dadurch in sein Feld des Bewusstseins reinkommt und daraus dann wieder handeln kann. Deswegen schreibt euch das auf, damit ihr dann damit auch so eine analytischere Haltung zu euch selbst habt und anfängt dann an euch selbst richtig professionell zu arbeiten. So, meine Lieben. Also, Ankerpunkte sind also ganz, ganz wichtig. Schreib dir deine Ankerpunkte auf. Also beziehungsweise Erkenntnisse, die du in deiner Meditation hattest, und fange an, dich in deinem Alltag daran zu erinnern.
vor allen Dingen in schwierigen Situationen, umso mehr du auch in schwierigen Situationen dich daran erinnerst, dass du nicht deine Gedanken, nicht die ersten reaktionären Dinge bist, die dir in dir drin passieren, umso schneller kannst du dich dann immer mehr davon lösen natürlich und halt auch anfangen, auf dein Inneres mehr zu hören. Und dann selektierst du aus. Ja, der Verstand ist wie eine Cocktailbar, ja. Und dir wird ständig was angeboten, irgendwas zu trinken, irgendwas dich zu berauschen mit irgendetwas. Und manche Dinge tun dir einfach nicht gut. Und du spürst eigentlich schon, dass dir das und das nicht gut tut, wenn du dich darauf einlässt. Und umso mehr du Distanz dazu bekommst, umso mehr kannst du dann wirklich entscheiden, nee, also das kaufe ich jetzt hier nicht ab. Und ja, doch, das passt mir schon mehr. Und du musst überlegen, es ist doch schon merkwürdig, dass du etwas beobachten kannst und dass dir das nicht gut tut, sich nicht gut anfühlt und das andere sich gut anfühlt. Das heißt, es muss noch eine Instanz geben, jenseits dieser Dinge, die du nicht bist, die du bist und die darauf resoniert. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, dass es so ungefähr ist, als wie so Musik, ja, wie ein Lied. Und es gibt einen Ton, der bist du selbst, das ist ein authentischer Ton, das ist das, was du selber bist. Und dann gibt es ganz viele andere Töne und ihr kennt doch diese Wellen. Ne? Und manche Töne passen einfach nicht zu deinem eigenen Urton und es sind halt Gedanken und ganz viele Gedanken, wie zum Beispiel, das schaffst du nicht und du hast Angst oder boah, guck mal, was der macht und ach, dieser Typ und tralala und Neid und so weiter, das fühlt sich einfach nicht gut an für deinen eigenen Ton, für den Ton deines eigenen Wesens, was der aus deinem Herzen kommt und dort gibt es einfach aber andere Dinge, die sich sehr gut anfühlen, die sich sehr wohl, ja, stimmt, die passen halt mehr. Dann werden diese Wellen sind nicht so indifferent, sondern werden immer harmonischer und die schwingen dann immer mehr im selben Takt, so dass da wirklich ein sehr wunderbares Orchester an bewusster Energie stattfinden kann, ja. Und man entscheidet sich dann dafür, Man muss natürlich auch erstmal in der Lage sein, seine Gedanken zu beobachten. Das heißt, nicht mehr ein Spielball seiner ganzen komischen Konditionierungen zu sein. Das ist klar. Das muss dann, um diese Technik anzuwenden, muss es natürlich dann schon gegeben sein, dass man schon eine gewisse Distanz hat, um dann überhaupt zu erkennen, okay, das sind gerade nur Gedanken, die da stattfinden. Das bin nicht ich. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das schlecht an? Nee, fühlt sich nicht gut an. Weg damit. Lässt sie los wie ein heißes Stück Kohle. Und das gefällt mir schon mehr. Das ist schon okay, ja, wenn du das in deinen Alltag so immer mehr integrierst. Aber natürlich in der Meditation, da geht es wirklich darum, also vor allem, wenn du dich hinsetzt, in Ruhe bist, die einfach nur genießt, ja, die Welt genießt, da sollte auch gar nicht mal das Positive berührt werden, nicht mal das Positive in dein Inneren an dich rangezogen werden, weil, ja, in dem Moment geht es wirklich bloß darum, absolute Stille zu genießen, absolut im Gewahrsam zu sein, gegenwärtig zu sein. Und dann im Alltag, meine ich, wenn man dann im Alltag ist, sich mit Leuten unterhält oder auch Sachen plant, da schaut man halt, wie fühlt sich das an, zu meinem wahren Ich und dort dann immer nur das Positive wählt, um immer mehr positive Formen, positive Dinge in sein Leben heranzuziehen, zu erschaffen und ja, einen wahren Reichtum damit zu manifestieren, meine lieben Freunde. Es wird noch Themen geben, die bestimmte Teilaspekte nochmal sehr viel vertiefen werden, aber um einfach mal das Thema Meditation nochmal genau so ein bisschen abzuschließen, denke ich mal, ist das jetzt hier erstmal ausreichend und wenn du die Meditation richtig beherrschst, dann musst du nicht mehr dich verbiegen wie beim Yoga, du musst keine Sachen lernen, nichts verstehen, du musst nicht trainieren, du musst nichts, du musst dich einfach nur hinsetzen und kannst die allgegenwärtige Präsenz genießen, liebkosen, dich drin fallen lassen, nicht darin baden, dich richtig davon erfüllen lassen und Erfüllung finden, Schönheit finden, die natürlich... Ne? Manchmal kann eine Meditation auch sehr hart sein. Sie zeigt einen Seiten an sich selbst, die einem manchmal nicht gefallen. Aber wie ich schon gesagt hatte, auch in anderen Videos, die Negativität ist nichts Schlimmes, ist nichts Böses. Uns wurde immer gesagt, wenn du einen Fehler machst, dann bist du ganz böse, dann musst du dich schämen, denk doch vorher nach, bevor du deinen Mund aufmachst und. Uns wurde das halt auch immer irgendwie beigebracht, dass man... Ja, das Negative irgendwie so
als was ganz, das gehört nicht zum Leben, ja, irgendwie so. Das ist nicht gut, wenn es da ist, aber es ist das ganze Gegenteil davon, ist der Fall. Die Fehler, die lassen uns immer mehr wachsen, auch negative Gefühle und dieses Ganze, auch der Schmerz transformiert uns und bringt uns in freudige Höhen der Glückseligkeit, wenn wir dort durchgehen. Ne? Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, um nach Nirvana zu kommen, muss man immer erst durch Samsara. Und Samsara ist ja das Leiden, ist ja der Schmerz, ist ja das Rad des Leidens, der Kreislauf des Leidens. Und um ins Paradies zu kommen, sozusagen, in die Glückseligkeit zu kommen, muss man durch den Schmerz. Da ist schon was dran, da ist definitiv was dran. Und der ein oder andere, der mal wirklich seine negativen Gefühle hochkommen lassen hat, der einfach mal alles rausgelassen hat, der den Körper mal machen lassen hat, was der Körper da machen will, der weiß, wie glückselig danach sich die Welt anfühlen kann. Welch Diamanten, welche Kristalle, welch unglaubliches Licht und welch unglaubliche Liebe hinter der anscheinend grausamen Instanz gewartet hat, die man dort auspacken kann, wo man erstmal dachte, oh mein Gott, jetzt werde ich verrückt, jetzt passiert's, jetzt sterbe ich oder was auch immer, was da hochkommen kann, ja. Und wenn man dann durchgeht, merkt man, ach, genau, da hat man wieder einen klaren Blick auf die Welt und weiß, was man selber ist, wo man selber hin möchte und hat dann ein viel bewussteres, qualitativ viel hochwertigeres Leben, als wenn man die ganze Zeit bloß der Sklave und der Spielball seiner inneren Kräfte ist. Ja, das ist, wie ich schon gesagt hatte, als wie du schläfst selber als König in deinem eigenen Bett und deine Bediensteten setzen sich auf den Thron und spielen König und regieren dein Königreich kaputt. Und du musst wieder aufwachen, musst dich wieder auf deinen Thron setzen und beginnen, dein eigenes Königreich so zu regieren, wie es deiner eigenen königlichen Würde entspricht. Mein Freund, meine Freundin, von daher wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag, eine sehr schöne Nacht oder auch einen sehr schönen guten Morgen, wie auch immer. Also dann, haut rein.